Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, Herz, Seele, Ball für Samstag. Manch einer hat davon geträumt, ich schaffe es. Ich darf heute Abend in einem Weinladen ein bisschen vorlesen. Und das ist sehr intim. Ich glaube, darf ich euch zeigen? Ja, also mehr als 12 Leute werden es nicht. Aber das ist ja das Gute, Fußballmannschaft und ein Ersatzmann oder eine Ersatzfrau in diesem Fall. Und ja, wir werden ein bisschen was über all diese Dinge erfahren, die ich so in den letzten 50 Jahren getrieben habe. Ich habe einen harten Tag hinter mir. Ja, ich weiß, manche Leute müssen härter für ihr Geld arbeiten, aber ich war schon um 7 Uhr heute Morgen auf der Autobahn, um nach Werne zu fahren. Das ist in der Nähe von Dortmund und das ist für mich schon immer schwierig, weil Dortmund, Feindesland, ja, ihr wisst warum. Und alle Kinder, die ich da getroffen habe, immerhin insgesamt 42 waren Borussia Dortmund-Fans. Was habe ich gemacht? Ich habe Schalke-CDs da verschenkt. Die waren begeistert. Ich weiß nicht, wie die Eltern darauf reagiert haben, als sie mit den Schalke-CDs nach Hause gekommen sind. So, was gibt's aus der großen, weiten Welt des Fußballs? Lothar Matthäus hat ausgelost, die Bäume sozusagen, für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und da kann es dazu kommen, dass Portugal gegen Italien spielt. Und das ist der Hammer. Was der Lothar alles so kann, der lost ja sowas ganz locker aus. Und er hat gesagt, wir sollen jetzt alle Kimmich in Ruhe lassen. Okay, mache ich auch. Dann war gestern Abend große Hauptversammlung beim FC Bayern München. Das war ja vielleicht lustig, ne? Ja, ganz im Gegenteil. Die Geschichte mit Katar, darüber kann man auch streiten, aber Herr Heiner wollte nicht streiten. Und deswegen hat er dann irgendwann gesagt, so, jetzt gibt's keine Aussprache mehr, jetzt ist Schluss. Wie nennt man das? Ein gesundes Demokratieverhältnis. Aber so ist das manchmal bei den Bayern. Also da wurde nicht mehr groß diskutiert. Schade eigentlich, weil das Thema ist schon interessant. Aber es geht da um 20 Millionen Euro. So viel kriegen die Bayern für das Ärmelsponsoring von Qatar Airways. Ja, und da kann man natürlich dann schon mal sagen, ach, wir versuchen uns ja da anzunähern, wir versuchen ja den Wandel herbeizuführen, weil wir mit denen sprechen. Auch eine Methode. Ob es funktioniert, I don't know. Ich weiß es nicht. So, was ihr von mir wissen wollt, ist, wie bereite ich mich gerade vor auf Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln? Ja, da bin ich morgen ab 12 Uhr. Jetzt habe ich gerade vor 5 Minuten die Nachricht gekriegt, ich komme nur ins Stadion, wenn ich auch noch zusätzlich mich testen lasse. Alle anderen, da ist noch 2G, 50.000 sind erlaubt. Ich aber muss noch einen Negativtest beibringen, obwohl ich selbstverständlich durchgeimpft bin. Ich verstehe das alles nicht mehr, was da gemacht wird, aber so ist es. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das so machen muss. Nein, alle, die beim Fernsehen arbeiten, habe ich mir sagen lassen, sind jetzt 2G plus schon. Ja, wir sind auch verdächtige Menschen, das stimmt. Wen ich morgen alles da interviewen werde, ich sag's euch schon mal, in der Halbzeit Rainer Bonhoff, freue ich mich drauf. Und Timo Horn wird bei uns eine große Rolle spielen. Der ist im Vorfeld dabei, im Interview, wird aber morgen dann nicht eingesetzt. So, das war heute mal ganz kurz, Herz, Seele, Ball, weil dieser Weinladen hier, der fasziniert mich natürlich. Und das, obwohl ich ja bekanntermaßen keinen Wein trinke. Aber wenn ihr mal nach Eschweiler kommt, dann werdet ihr diese wunderbare Kombination erleben hier zwischen ja, Weinhandel, Weingeschäft und ja, und mein Gastgeber ist dann der örtliche Buchhandel. Der hat dann nämlich noch eine kleine Ecke mit Büchern anzubieten und ich finde ganz faszinierend dieses Buch, die wundersame Geldvermehrung, Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation. Genau mein Thema. So, das war's für heute von Herz, Seele, Ball. Morgen dann ausführlich nach dem Bundesligaspieltag und natürlich wieder mit ein paar kleinen Insider-Bildern aus Köln. Tschüss, wenn alles gut geht, sehen wir uns erstaunlicherweise wieder morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. So, liebe Herz, Seele, Ball-Freunde, am Ende noch ein kleiner Tipp. Manchmal chattet man ja Dinge, die unter uns bleiben sollten, also quasi zwischen dir und mir. Und da bin ich natürlich froh, dass es den Messenger von WhatsApp gibt. Durch die End-zu-End-Verschlüsselung bleibt Privates wirklich privat und Berufliches natürlich auch. Fazit, der WhatsApp-Messenger ist für mich ein absolutes Muss. Eigentlich können Sie jetzt ab.